Bahn ist zu. Ja. Meine Schwester wäre gut, als sie hat gebraucht. Aber ein Bild machen wir auch noch für die Bühne. Ah ja. Was heißt das? Ja. Schlau, sagen wir mal. Sachsen-Anhalt heute mit Susi Brandt. Heute vor 57 Jahren wurde in Berlin die Teilung Deutschlands in Zement gegossen. Der Berliner Mauerbau hat begonnen. Überall in Deutschland werden gerade heute die Erinnerungen an all diejenigen, die an der innerdeutschen Grenze ihr Leben ließen, wachgehalten. So auch in der Gedenkstätte Marienborn an der Autobahn 2. Hier wurde zum Jahrestag die Ausstellung Mauer, Gitter, Stacheldraht, politische Verfolgung in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR eröffnet. Noch bis zum 24. September können Sie sich in ein dunkles Kapitel DDR-Geschichte begeben. Einst war die frühere Sperrzone der ehemaligen innerdeutschen Grenze ein Ort des Schreckens mit Streck, Metallzaun, Selbstschussanlagen und Stacheldraht.
Zu den Menschen, die sich gegen die Mauer auflehnten, gehörte auch eine Gruppe Hallenser, die sogenannten Mauerkrieger, die ihre erlebten Geschichten auch schon in Comics verarbeitet haben. Andreas Adam, Dirk Mecklenbeck und Reik Adam sind die Mauerkrieger, wie ein Verlag sie nannte, und als solche inzwischen veritable Helden eines Comics. Die Idee hatte ich vor einigen Jahren eigentlich schon gehabt, als das Buch Mauerkrieger quasi geschrieben wurde und wir in dem Zusammenhang natürlich auch recherchiert haben, die Ereignisse von damals nochmal rekapituliert haben. Und da habe ich dann halt gesehen und mir gedacht, Mensch, das ist doch eine gute Story für einen Film. Ein Film ist nicht draus geworden, sondern eine Graphic Novel, denn Dirk Mecklenbecks Werkzeug sind Stift und Pinsel. Berlin-Kreuzberg im Frühjahr 89. Dem 3 Jahre zuvor ausgereisten Hallenser Reik Adam sind nun auch sein Bruder und 2 Freunde nach West-Berlin gefolgt. Und anders als inzwischen so mancher hier, machen sie nicht ihren Frieden mit dem Betonmonstrum in der Stadt. Die Motivation war ganz klar, uns in irgendeiner Form aktiv solidarisch zu zeigen zu den Dingen, die sich gerade in der DDR entwickelt haben. Das hieß also, wir haben die ersten kleinen Demos gehabt, die im Frühjahr 89 losgingen. Die Fluchtwelle sowieso, die Botschaftsbesetzungen auch noch. Und dann kam natürlich dieses spektakuläre Statement von Erich Honecker Anfang des Jahres, dass die Mauer nach 100 Jahren stehen würde. Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben. Die Ex-Hallenser sind viel auf den Transitstrecken unterwegs, treffen hier heimlich Freunde aus Halle, verteilen Oppositionszeitschriften. Was sie nicht ahnen, die Stasi hat sie längst auf dem Schirm. Ein IM ist in West-Berlin auf sie angesetzt. Dabei schwebt den Jugendlichen sogar noch mehr vor. Spektakuläreres. Wir wollten ja nachhaltig dieses Grenzregime stören. Einfach die Abläufe. Ne? Es sollte Unruhe verbreitet werden. Wir wollten die auch letztlich in irgendeiner Form beschäftigen. Wir wollten halt Spuren hinterlassen und auch unsere Gegnerschaft eben dokumentieren. Ja? Dass es da halt Menschen gibt in West-Berlin, die sich mit den Verhältnissen nicht abfinden, sondern die halt dagegen kämpfen. Im Juni 89 werden Reik Adam und seine Freunde dann zu den Mauerkriegern, hissen Protestbanner, zerschneiden Drahtzäune und werfen sogar Brandflaschen auf Todesstreifen und an Wachtürme. Sie ahnen nicht, dass die Stasi die Schlinge enger zieht. 89 dann der Mauerfall. Das war ja dann für uns auch eine Befreiung, nicht nur für die DDR-Leute, sondern auch für uns, indem die Aktivitäten der Stasi dann für uns nicht mehr relevant waren. Dass ihre teilweise gefährlichen Aktionen der Mauer natürlich nichts anhaben konnten, das wissen sie heute. Doch sie haben ein Zeichen gesetzt. Damals, als Deutschland geteilt war, die Mauerkrieger aus Halle.